Hallo ihr Lieben, wir wissen alle, dass Menschen die interessantesten Ideen haben und vor allem was Do-it-yourselfs angeht, sind viele sehr, sehr kreativ und da findet man auch im Internet etliche Dinge, die man hautpflegetechnisch so zu Hause herstellen kann. Und es scheint auch gerade einen Trend zu geben, sich aus Natron bzw. Baking Soda oder Lebensmittelsoda eine Maske herzustellen und diese auf dem Gesicht anzuwenden. Ob das seine Vorteile hat oder eher Nachteile mit sich bringt, möchte ich heute erklären. Klären wir zunächst einmal, um was es sich bei Baking Soda oder Lebensmittelsoda oder aber auch Natron genau handelt. Das ist nämlich ganz einfach ein Salz, welches sich Natriumhydrogencarbonat nennt und welches auch ganz viele Verwendungen findet. Zum einen eben auch beim Backen, weil bei Hitze sich Kohlenstoffdioxid bildet und dabei der Teig schön fluffig wird. Dann natürlich auch in Badeprodukten, wie zum Beispiel Badekugeln in Kombination mit Zitronensäure, weil dann im Wasser dann ebenfalls Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird, welches die Badekugel wirklich schön sprudeln lässt, beziehungsweise das Wasser aufsprudeln lässt. Aber ob es so seine Vorteile für die Haut hat, das werde ich euch jetzt erklären, denn wir müssen hier definitiv mal auf den pH-Wert schauen. Wie wir alle wissen, liegt der pH-Wert der Haut normalerweise zwischen 4 und 6, also im sauren Bereich. Deshalb wird das Ganze auch Säureschutzmantel genannt. Und Studien haben halt auch gezeigt, dass pH-Werte, die darüber liegen, eben Probleme für die Haut mit sich bringen. Zum einen, dass die Hornschicht aufquillt und Keime und Bakterien viel schneller in die Haut eindringen können. Zum zweiten erhöht es natürlich auch den TEWL, also den transepidermalen Wasserverlust der Haut, weil eben die Hornschicht so aufgequellt ist. Und die Haut braucht dann auch noch eine Weile, um sich wieder zu regenerieren, um wieder den pH-Wert, den sie vorher hatte, anzunehmen. Und in dieser Zeit ist die halt allem schutzlos ausgeliefert. Und man hat eben bei vielen Menschen auch den pH-Wert getestet auf der Haut und eben festgestellt, dass dieser pH-Wert auch zwischen 4 und 6 normalerweise liegt, was eben auch normal für unsere Haut ist. Und da müssen wir uns jetzt natürlich fragen, welchen pH-Wert hat denn diese Maske? Und darauf würde ich jetzt näher eingehen. Ich habe mal nach einem Rezept aus dem Internet so eine Baking Soda Maske angemischt und da wird empfohlen, wirklich sehr, sehr viel Pulver zu nehmen und wenig Wasser, damit es möglichst cremig bleibt und man es gut im Gesicht verteilen kann. Das Problem ist aber einfach, dass ihr dadurch kaum Verdünnung habt und der pH-Wert dieses Produkts zwischen 8 und 9 liegen kann und das ist problematisch für die Haut, weil es einfach alkalisch ist. Vor allem, weil ihr diese Maske auch sehr, sehr lange auf der Haut lasst. 10 bis 15 Minuten wird hier empfohlen und das ist natürlich problematisch für die Haut, vor allem auch für Problemhaut, für Leute mit Rosazea, für Akne, für unreine Haut, aber auch für normale Haut hat es jetzt nicht sonderlich viele Vorteile, weil ich ja schon, wie gesagt, euch erklärt habe, dass der pH-Wert der Haut normalerweise zwischen 4 und 6 liegt und eben alkalische Produkte stärkere Probleme mit sich bringen, als dass sie irgendwelche Vorteile haben. Dann habt ihr natürlich das Problem, dass es sich nicht komplett löst und ihr eventuell auch noch eure Haut mechanisch reizen könntet, weil ihr damit rumschrubbt und eure Haut auch damit weiter irritieren könntet und noch dazu eben diesen alkalischen pH-Wert habt. Also meiner Meinung nach ist es eher nachteilig, diese Baking-Soda-Masken zu verwenden und ich würde sie niemandem empfehlen. Ich würde eher auf milde Hautpflege setzen oder vielleicht mal eine Heilerde-Maske machen, um eben auch Fett aufzusaugen auf der Haut. Aber diese basischen Produkte, alkalische Produkte oder viel zu saure Produkte, die würde ich auf der Haut definitiv nicht anwenden, weil es unnötig zu Irritationen führen kann. Und ja, ich würde es auch persönlich zu Hause nicht ausprobieren und es auch keinem empfehlen. Das war's zum Thema Natronmaske und falls ihr noch mehr DIYs kennt, die euch irgendwie zum Schmunzeln bringen oder die euch so ein bisschen nachdenklich stimmen, ob das überhaupt Sinn macht für die Haut, diese anzuwenden oder selbst anzurühren, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann schaue ich mir das mal an und mache vielleicht nochmal so ein ähnliches Video dazu. Ansonsten hoffe ich, dass euch das weitergeholfen hat und wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.